So, da sind wir dann wieder. Und wir starten direkt mit 4-5. So. Ein dunkles Level. Ja. What the fuck? Oh. What the fuck is this shit? Yo. Okay. Ja. Klappt nicht so gut gerade. Ich speichere jetzt auch mal hier drauf. Ja. Das war absolut nicht geplant. Ja. So. Ja. Wie oft passiert das jetzt noch? Also ich habe jetzt schon einige besiegt, aber ich weiß halt nicht. Keine Ahnung, also macht gerade auch wirklich unheimlich viel Spaß, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich hatte noch nie so viel Spaß bei einem Spiel. Ja, also wir können auch gleich dann den Part beenden. Ist dann nur ein kurzer Part, aber das Spiel macht wirklich so keinen Spaß. Zack. Ich meine, ich drücke die ganze Zeit das gleiche Sprung, Schlag in den Gegner rein. Viermal sterben sie, das fünfte Mal sterbe ich. Oder auch so, er springt ungefähr ans andere der Ende. Da, ich weiß nicht, was ich da machen soll. Kann ich mir als das Gleiche die ganze Zeit überdrücken. Ja. Noch dreimal, dann höre ich auf. Es sind mittlerweile 10. Ich speichere jetzt mal 11. Ich springe jetzt mal einfach hier runter. Okay, das hat mir gar nichts gebracht. 12 Stück. Ah, okay. War natürlich gut, dass ich jetzt gerade in dem Moment auch das eine Mal runtergesprungen bin. Hatte sich ja voll für mich gelohnt. Die Tür hat gerade, glaube ich, ein bisschen gespackt, weil sie die ganze Zeit zu und aufgegangen ist, weil ich an so einer Grenze stand. Ach du Scheiße. Okay, gucken wir uns das mal um. Fertig umgeguckt. Darunter wollen wir. Wollen wir als erstes nach unten? Ich denke ja, oder? Ja. Als erstes wollen wir nach unten. Boah, ich hätte gerade gedacht, mein Teil bewegt sich, aber das stimmt ja nicht. Und so, jetzt wieder zwei rüber. Wow, ich habe schon gedacht, ich sterbe jetzt. Wenn das jetzt der Weg war, das fällt gerade nach unten, ne? Dann lade ich wieder. Weil da wollen wir ja noch nicht hin. War jetzt nicht so clever. So. Ach du Scheiße, ich hätte gedacht, da war ich richtig. Aber war ich nicht. Aber gut, 5 hiervon sind jetzt okay. So. Das ist aber gut hier, dass ich so schräg springen kann. Gut, ich hatte nicht vorher geguckt, was hier oben ist.
Das konnte ich auch nicht wissen unbedingt. Ja. Ist okay. Also beide Kisten brauchen wir nicht holen. Sind nur unnötige Kristalle drin. Er springt gerade nicht. Ich habe beide Male springen gedrückt. Jetzt ist er gesprungen, so ganz komisch. Aber er ist gesprungen. Von daher ist mir das egal. Das habe ich nicht gedrückt. Mein Player hängt. Das ist, ich weiß nicht, man hört das manchmal ein bisschen. Der ist, keine Ahnung, kaputt dadurch, dass ich ihn nicht benutzt habe. Das nennt man Trash-Nick. Ist auch einer der schlechtesten Controller. Kann ich absolut keinem empfehlen. Ist ein Xbox-like Controller für den Computer per USB-Anschluss. Also mit dem habe ich wirklich bisher nur Probleme gehabt. So. Speichern wir mal hier, weil das Level bisher so abwechslungsreich und spannend ist. Ich weiß nicht, was hier ist. Nix. Ja. Wieder super gesprungen. 1A, wie man gesehen hat. Er hat sich nicht mal Mühe gegeben, irgendwas anzutäuschen anhand. So sprungmäßig. Okay, den hat er nicht geholt. Ich bin reingesprungen. Er guckt ihm zu und er holt ihn nicht. So. Ja. Ich weiß auch nicht, was Kongar heißt. Aber sei es drum. Ich kenne nur On Guard. Gut, ich spiele Krog. On Guard. Kongar. Jaha. Super spannend. Also das Level gefällt mir absolut gar nicht. Ich hoffe, dass es gleich schnell ein Ende hat. Ja, halten wir einfach mal so fest. Frag mich bitte nicht. Zip. Oh, ein simpler. Einfach abwarten, bis wir wieder nach oben kommen. Dabei könnten wir uns schon mal ein wenig umgucken. Ich denke ehrlich gesagt, dass davon keiner mehr ein farbiger ist. Aber das Ding ist halt einfach, wenn es doch, dann habe ich ihn verpasst. Aber weil er halt in der Mitte in der Oh. Das ist natürlich auch fair, dass hier Gegner auf mich schießen, die ich nicht mehr sehe. So. Ah, jetzt. Ich hatte schon Angst, dass ich zu weit gesprungen bin. Okay, jetzt kann ich hier hoch. Ist auf jeden Fall Fair Play, was hier abgeht. Nicht. Ich fühle mich gemobbt. Da wird ein Gobbo drin sein. Ja. Und das hier ist eigentlich gerade nur Kinderkacke. Was das jetzt auch immer genau war. Es arbeitet halt viel mit dem Effekt, hier hoch und runter zu gehen. Teilweise macht es halt keinen Sinn. Na gut, ich krieg wieder Juwelen, das ist auf jeden Fall gut. So. Das da ist schon wesentlich interessanter. Aber auch nicht so interessant. Kann man auch einfach sich hin und her fahren lassen. Das einzige Problem wird er sein. Wenn er dann schießt irgendwann. So wie jetzt. Bam, kapau. Oh hey. Und da hoch. Und jetzt einfach abwarten, hoffen, dass der Gegner nicht schnell genug respawnt. Da kam er. Einfach hier jetzt abwarten, da sollte er mich nicht treffen, wenn ich schnell genug nach vorne renne.
Und ja. Ich denke, da ist wieder was drin. Ich denke richtig. Da ist kein Gegner mehr. Wow, das war jetzt schon was knapper. So. Da wird es auch wieder keiner sein nochmal. What shall I do? Ah doch. Gut, dass ich die alle abgefarmt habe. Also ich denke, das wird wirklich keiner mehr sein. Nicht, dass ich ihn gerade irgendwie gekonnt krieg. Und ab ins nächste. Aber wenn ich ihn gekriegt hätte, was ich jetzt letzten Endes. Ich wollte erst letztendlich und dann letzten Endes sagen. Start. 4 Gobos. Das heißt, einer von denen ist noch farbig. Und in der Kiste ist der letzte Gobo. Das war wieder knapp. Das war wirklich knapp. So. Ja. Ich wusste nicht, dass er so oft hintereinander schießen kann, weil er es vorhin nicht gemacht hat. Da ist der andere. So. Und der Gobo. So, und dann müssen wir jetzt eigentlich nicht zu viel dran rumspielen. Hab ja alle. Die zwei Dinger bringen mir jetzt auch nichts mehr. Bam. Was? Frag mich gerade bitte nicht. Also entweder die werden... Ich glaube, die werden kleiner. Und kurz vor Ende taucht halt die andere auf. So wie ich das jetzt verstehe. Und ich sterbe. Okay. So. Ich glaube, einmal ging es nochmal nach oben. Ja. Jetzt nach rechts. Und nochmal nach vorne. Ja, jetzt zweimal nach rechts. Ich bin gesprungen. Ich würde am liebsten so eine verfickte Hurencam auf diesen verfickten Wix-Controller halten. Die ganze Zeit und die dann einschneiden. So. Dann muss ich das jetzt leider mit Safe States machen. Ich gebe dann nicht mehr dem Spiel die Schuld oder so, es ist wirklich einfach nur dieser verfickte Huren-Controller. Da haben sie mich jetzt gehabt. Ich habe gedacht, es geht immer zweimal in die gleiche Richtung. Der war gut. Ja, das war jetzt mein Fehler. Gebe ich ehrlich zu. Da bin ich selber schlecht gelaufen. Und jetzt habe ich gerade etwas Schwierigkeiten. Da muss man natürlich einfach nur noch spekulieren. Was halt mehr Sinn gibt in dem Moment. Ich denke mal jetzt nach vorne. Ja. So. Gabo holen. Das Ding springen, nicht runterfallen. Ich weiß nicht, ob da was dahinter ist. Nein. Und dann gegen Dong. Hui, endlich mal über 88 Rubine. Das hat lang gedauert. Puh. Und da sind wir schon bei Panic at Platform Pete's Lair. Okay, whatsoever. Egal, dann haben wir wieder ordentlich was Zeit rum. Und dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Entschuldigung für die Amount of Salt, die ich in die Folge gebracht habe. Das Level hat mir wirklich gar keinen Spaß gemacht. Aber sei es drum. Das nächste ist dann hoffentlich wieder besser. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder bei Krok. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.